schick. Das war Spotlight und wir machen weiter mit Black Puma. Die ist, glaube ich, ganz gut. Das hätte ich schon mal gesehen. Es folgt die Nummer 35, Lucky 8. Wir kommen dann zu Nummer 36, Colorado, eine Feuertopfbatterie von Komet. Die soll ja so gut sein, ne? Ja, die ist cool. Ich liebe ja. Ja, ich weiß. Dann als nächstes zeigen wir Ihnen eine weitere Neuheit von der Firma Komet Feuerwerk, und zwar ist es die Batterie Shockwave. Ich glaube, Shockwave nicht immer schon auf dem Weg noch. War das ein Label von Flash? Ich weiß es nicht mehr. Ja. Wir machen dann weiter mit der Nummer 38, Fluch des Pharao. Das ist ein lustiges Ding, du. Wie so ein Sarkophag, ne, sieht hier aus. Wir haben genug Holz drin, Monsieur. Aber das brennt immer mehr, wir haben jetzt nach Feuer. Das geht dazu. Es folgt Gunpowder, ebenfalls von Nico.
Als nächstes sehen wir Rotator. Welcher? Ja, Set Shape. Dann haben wir noch die Batterie Staccato, ebenfalls von Nico. Und kurzfristig haben wir noch eine weitere Batterie von Nico hinzubekommen. Diese steht leider noch nicht auf ihrem Zettel. Es handelt sich dabei um Thunder King. Jetzt geht es aber regulär weiter mit der Nummer 42. Wir kommen nun zu den Weco-Neuheiten und zeigen hier als erstes die Batterie Backflip. Das war Backflip und als nächstes sehen wir Kalimbo. Also, was jetzt Kalimbo? Besser.